Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Gunther Krüger. Heute ist der 1. Juni 2020. Ich sitze hier gerade in Gdynia in Polen an meinem Schreibtisch und heute werde ich mal was erzählen über 5G. Das ist ja so ein Thema in der letzten Zeit. Und wie der Zufall so will, lebe ich hier in dieser wunderschönen Stadt, direkt an der Ostsee. Und hier wird dieses 5G-Netz gerade errichtet. Das heißt, Gdynia wird die erste Stadt in Polen sein, die mit dieser Technologie ausgestattet wird und mit dieser Frequenz versehen wird. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das auswirkt. Ich mache mir da tatsächlich keine Gedanken um mich, denn ich weiß, dass ich immun bin, was das betrifft. Was meine Umgebung betrifft, da sieht der Fall wieder ein bisschen anders gelagert aus. Leider. Kurze Beobachtung dazu. Mir fällt auf, schon seit einiger Zeit und im Augenblick besonders, dass es immer mehr Menschen in meiner Umgebung, also in meinem Bewusstsein gibt, die Schwierigkeiten haben, ihre Aufmerksamkeit über ihre Aufmerksamkeit selbst bestimmen zu können. Was heißt das? Du kennst das bestimmt auch, solche Menschen. Naja, es sind Menschen, die sehr leicht abgelenkt werden, die sich nicht konzentrieren können, die riesen Kopfkino haben, die von allem getriggert werden, die ständig an ihrem iPhone hängen oder an irgendeinem anderen Bildschirm oder von allen möglichen Themen, die gerade so in ihrer Umgebung auftauchen, vollkommen mitgenommen werden und dann am Abend oder schon am Nachmittag vollkommen erschöpft in der Gegend rumhängen und vollkommen durch den Wind sind. Und sowas sehe ich in der letzten Zeit immer häufiger in meinem Umfeld. Jetzt komme ich wieder zurück zu diesem 5G. Netz. So wie ich die Sache sehe, zielt diese Technologie, nicht nur diese Technologie, auch die Technologie, die wir schon haben, genau darauf ab, die Menschen aus ihrer Selbstverbundenheit rauszuziehen und sie dadurch lenkbar zu machen, sie aus ihrer Es geht darum, sie aus ihrer Stabilität rauszuwerfen, sie ins Wanken zu bringen. Naja, und wie ich es gesagt habe, was mich betrifft, ich bin immun, was das alles betrifft. Aber diese Immunität, die ist nicht vom Himmel gefallen, sondern ich tue was dafür. Was tue ich dafür? Täglich verwende ich eine gewisse Zeit darauf, mich aufzuladen, meinen Körper aufzuladen, in die Selbstverbundenheit zu gehen und mich von Stress zu befreien. Das geht eigentlich sehr einfach und auch ohne eigentlich geht es sehr einfach. Es erfordert allerdings Disziplin. Ich habe diese Disziplin, ich muss mir die gar nicht mehr abzwingen. Sondern ich tue das alles deshalb, weil es sich so gut anfühlt, weil es einfach klasse ist, weil es einfach besser ist als Fernsehen, besser ist als Internet, besser als eine halbe Flasche Rotwein oder was auch immer. Das heißt nicht, dass ich nicht auch gern mal ein Bier trinke oder einen Rotwein oder irgendwas. Ich will nur sagen,
dass diese Praxis, die ich da täglich mache, mir so viel gibt, so viel Glück gibt, so viel Hai gibt, dass ich sie überhaupt nicht missen möchte. Ich versuche diese Technik schon seit Jahren weiterzugeben, tue das auch in jedem Film, in meiner Umgebung und so weiter und so fort. Manche tun das, die meisten versuchen es, hören dann wieder auf und so weiter, weil die Menschen zu einem Großteil eben so leicht abzulenken sind. Und wenn jetzt dieses 5G-Netz großflächig online geht, dann gehe ich davon aus, wird sich dieses Phänomen noch verstärken. Und warum erzähle ich das alles? Um eine düstere Vorschau auf die Zukunft zu geben? Nein. Ich erzähle dir das deshalb, um dir zu sagen, ich bin immun vor Störfrequenzen. Ob das nun 5G, 4G, 3G, 7G oder was für ein G auch immer ist, das zieht mich nicht aus meiner Mitte. Ich ziehe meine Kraft direkt aus meiner Mitte und ich verbinde mich mit meiner Mitte, mit meiner Quelle, täglich, genau genommen zweimal am Tag. Morgens, wenn ich die Augen aufmache, dann setze ich mich sofort hin und gehe in mich. Für 15 Minuten gehe ich in die Selbstbesinnung, gehe in meinen Körper und lade meinen Körper auf. Lade die 72.000 Energiekanäle, die in diesem Körper angelegt sind, auf. Und dadurch kann ich meine Kraft, meine Aufmerksamkeit halten, ohne abgelenkt zu werden. Ich bin mir bewusst über mein Umfeld und zur gleichen Zeit bin ich mir bewusst über mich, über denjenigen, der das alles zur Kenntnis nimmt, wahrnimmt. Das kannst du auch haben. Es geht sehr leicht. Du musst dafür weder Mönch noch Nonne werden, noch nach Tibet gehen oder in eine Höhle gehen oder irgendwie einen teuren Selbsterfahrungskurs machen bei irgendeinem amerikanischen Superguru. Du kannst das haben, ganz leicht. Das Buch der Macht enthält all diese Methoden. Die sind super einfach. Und sie sind überprüfbar, direkt überprüfbar. Du wirst zu deinen eigenen Erfahrungen kommen, wenn du die Mittel anwendest. Es wird allerdings niemand da sein, der dir Honig um den Bart oder um den Arsch oder wo auch immer hin schmiert, um dich dazu anzuregen, das zu tun. Du wirst dich selbst motivieren müssen. Wenn du dazu in der Lage bist, dann wirst du dich allein dadurch schon unabhängig machen von anderen. Und das möchte ich hier an dieser Stelle dir vor Augen führen. Mach dir keine Sorgen um 5G oder um Handystrahlung oder dieses, jenes und selles. So ist die Welt heute. Wir leben nicht in der Steinzeit. Selbst wenn du dich aufs Land zurückziehst, wirst du mit all dem konfrontiert sein. Die Satelliten fliegen um die Erde die ganze Zeit. Wir befinden uns in diesem Technonetz noch. Es könnte jeden Augenblick abgeschaltet werden. Wäre möglich. Und in meiner Vorstellung wird es auch so kommen. Wie lange das dauert, kann ich nicht sagen. Ich dachte eigentlich, dass die ganze Corona-Geschichte, die ganze Transformation der Welt, der ganze Umbruch dieser alten
üblen Mächte und deren Agendas schon längst durch wäre, ist es aber nicht. Es dauert länger. Warum dauert es länger? Wegen der Trägheit, der Menschen. Die sind wirklich sauträge. Was mich dazu bringt, Geduld zu entwickeln, was wiederum gut für mich ist, die Geduld zu entwickeln, die Zuversicht zu wahren und die Sicht zu bewahren, die hohe Sicht der anderen. Die verändern sich, die kommen zur Einsicht, aber es dauert. So von daher kann gut sein, dass wir an den Punkt kommen, wo Zwangsimpfungen anstehen für alle, 5G, Chipping, Quantenchipping, all diese Dinge, bargeldlos, totale Kontrolle, kann sein, dass wir dahin kommen noch, weil es erforderlich ist für die Trägen, bis sie es endlich auch gemerkt haben. Ich sehe dem ganz gelassen entgegen, denn ich bin immun. Und zwar nur aus dem einen Grunde, weil ich an meiner Selbstverbundenheit festhalte, weil ich sie jeden Tag aufs Neue etabliere. Und das kannst du auch. Und dann kannst du dich wirklich locker machen, was die Zukunft betrifft und was da auf uns zukommt. Dann wirst du immun sein von Attacken von außen. Nichts kann dich dann wegziehen. Und darüber hinaus wirst du flexibel handeln können, weil du angstfrei sein wirst. Die ganzen Leute, die da rumlaufen mit den Masken und all die verrückten Dinge tun, warum tun sie es? Ja, aus Angst. Wenn die keine Angst hätten und in ihrer Selbstverbundenheit wären und Kraft hätten, würden die so einen Blödsinn nicht mitmachen. Dann würden die sich von niemandem erzählen lassen, was sie tun sollen, denken sollen und all die Dinge. Aber sie lassen es, weil es ihnen an Kraft fehlt, an Selbstverbundenheit. Jetzt habe ich schon fast 13 Minuten hier Werbung gemacht für dieses Buch, in dem all diese Dinge erklärt sind und die Methoden, die Tools gegeben sind, wie du dich selbst ermächtigen kannst. Mehr kann ich eigentlich nicht tun an dieser Stelle, außer noch einen Titel für diesen Videofilm hier finden, der die Menschen da abholt, wo sie sind, nämlich in Angst und Schrecken. Deswegen werde ich vielleicht den Titel wählen, 5G kommt. Angst. Da klicken die Menschen hin, wo das Adrenalin zu finden ist. Und da fange ich sie ab und ziehe sie mit den Füßen auf den Boden. Das versuche ich in jedem Film zu machen. Du bist frei, wenn du dir bewusst darüber bist. Du lebst durch die Quelle in dir. Das ist alles, worauf ich hinweisen will. Für heute. Also, wünsche dir alles Gute. Schau dir die anderen Filme auch an, auch die älteren. Lass dir nicht nur das Zeug von dem Algorithmus vor die Nase werfen. Sei eigenaktiv. Und wenn du gut findest, was ich hier vom Stapel lasse, dann teile es mit deinen Freunden oder teile es auf deiner Seite, was auch immer. Ich freue mich über jede Unterstützung, über jeden Beitrag, in welcher Form auch immer. Also bis dann, mach's gut, tschüss.